Ihr wollt Arzt werden? Dann seid ihr genau an der richtigen Adresse. Willkommen zu diesem Dr. Mario Tutorial. In diesem Tutorial werde ich alles über den Doc erzählen, die Moves erklären, Kombos erklären und am Ende natürlich auf die Matchups und auf die Stage-Auswahl zu sprechen kommen. Legen wir mal direkt los. Da Doc keine eigene Stage hat, gehen wir jetzt einfach mal zu Dr. Eggman's Stage, weil er hat halt auch Doc im Titel. Von daher sind wir vielleicht hier ein bisschen an der richtigen Adresse. Ja, jetzt erstmal vorab. Ganz ehrlich, ne? Viele Noobs wissen halt nicht, was der Unterschied zwischen Dr. Mario und Mario ist. Aber guck doch mal. Er ist so langsam. Run Speed für den Arsch. Jumps für den Arsch. Er springt nicht mal hoch. Die Recovery ist so schlecht. Guck dir das an. Er kommt gerade hier so hoch. So bad. Das ist halt echt nicht gut. Seine Moves haben mehr Knockback. Er kann nicht so gut kommen und dadurch. Er hat eine andere Down B. Die meisten Tilts durchziehe ich anders. Die meisten Aerials durchziehe ich anders. Er ist komplett anders als Mario. Er hat die Pille, die auch kein Energieprojektil ist, sondern ein physisches Projektil. Somit kann die Pille nicht von Ness absorbiert werden. Das sollte klar sein. Ist komplett anders, Mann. D, Omega, Lul, C, Dr. Disrespect ist ein komplett anderer Charme. Habe ich in Melee schon immer gern gespielt. Spiele ich auch generell hier auch eigentlich ein bisschen lieber als Mario, weil er eben halt ein bisschen anders ist, ein bisschen anti-Mainstream. Generell mag ich Dr. Mario irgendwie mehr, weil er anders ist. Ja, aber bitte vergleicht ihn nicht mit Mario, danke. Ich meine, die Moves sehen gleich aus, ja, aber die funktionieren komplett anders. So, erstmal Movements. Also, Dr. Mario ist so im Low-Tier anzusiedeln, weil er eben halt der schlechtere Mario ist und schon ziemlich beschissene Matchups hat. Aber ja. Ja, Run Speed ist für den Arsch, wie gesagt. Dash Attack ist ein bisschen besser als die von Mario, weil sie Follow-Ups ermöglichen kann. Ne? Weil Mario schräger Winkel hier über, beziehungsweise hinter Dr. Mario, je nachdem. Da kann man schon Follow-Ups mitkriegen, aber es sind natürlich nicht True. Es sind keine True-Kombos. Das ist ein bisschen besser als die Mario-Dash-Tag, wo man halt gar nicht rauskommen kann oder Follow-Ups möglich sind. Die Dash-Tag kann natürlich an Ledge, genauso wie die von Mario benutzt werden, um mal eben halt, ja, zu Two-Frame, weil es lingert sehr lange, kann dann Stage spiken. Von daher kann man natürlich verwenden. Aber sonst eigentlich nicht im Mutal bitte verwenden, weil die ist wirklich nicht gut, die Dash-Tag. Das Problem dabei ist, ist langsam, unsafe und ja. Ihr werdet dafür hart gepanischt. Macht die Dash Attack einfach nicht, danke. Kommen wir nun zu dem Grab Game. Das Grab Game, vor allen Dingen der Dash Grab, das suffert halt hart durch das nicht vorhandene Movement, weil er eben halt zu langsam ist. Ihr seht es. Pivot Grab hingegen ist insane, weil er dann auch so ein bisschen rutscht. Kann man aber allerdings nicht benutzen, den Pivot Grab, um hinter den Gegner zu gelangen. Dafür. Man kann nicht an den Gegner vorbeigehen und Pivot Grab machen. Dafür ist er einfach zu langsam, der Doc. Aber so ist es natürlich ein guter Pivot Grab. So Space möchte man einen Retard, einen Roll Retard. Und Grab ist okay. Kann mit arbeiten. Aber ja. Grab Game ein bisschen schlecht wegen den schlechten Run Speed. Ist bei Mario einfach besser. Deswegen kriegt Mario auch besser die Float Combos hin. Als Doc. Weil er jemals das beste Grab Game hat. Ja, das Spot Dodge ist ganz gut. Air Dodge ist grausam. Rollen sind auch grausam. Nur verwenden, wenn ihr wirklich was mit der Rolle bezwecken wollt. Aber Roll Spamming ist nicht gut. Vor allem dieser Roll Sound ist auch noch mega nervig. Daran erkennt man mal die schlechten Rollen. Die Rollen, die so einen Sound haben, sind meistens immer laggy und beschissene Rollen. Naja, kommen wir jetzt zum Jab. Der Jab von Dr. Mario. Ist ein sehr guter Move. Wie der von Mario eigentlich. Drei Hits. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Macht insgesamt 8%. Die ersten zwei Jabs waren 2%. Der Finisher macht 4%. Den Finisher will ich nur verwenden, wenn ihr den Gegner irgendwie von euch haben wollt. Und niemals verwenden, wenn ihr ein Schild trifft. Gegen Schild würde ich lieber das hier machen. Jab, Jab. Oder Jab 1. Und dann Shinjagu. Abi ist das. Und immer reversen. Wenn ihr es nicht reverse, sieht es so aus. Und das ist ziemlich unsafe. So ist die Chance, gepunished zu werden, etwas geringer. Glaub mir. Deswegen, Jab kann man in Grab natürlich mix-upen. Jab in Grab kann man mix-upen. Man kann natürlich den Jab auch in Down-Tilt mix-upen. Jab, Down-Tilt, Re-Grab, das geht natürlich auch. Man kann aber auch, wie gesagt, das hier machen. Das sind so die Sachen, die man mit dem Jab machen kann. Einen anderen Sinn hat dieser Jab einfach nicht.
Kommen wir nun zu den Tilts. Haben wir erstmal den F-Tilt. Der ist hauptsächlich für Locks da. Gehen wir mal auf 13%. Mal fort, Flo. Locken den. Genau, das können wir nicht so machen. Dann kann man den locken und dann kann man eben halt Upswash aufladen. Kann man auch regrabben natürlich. Kann was weiß ich was machen. Seht ihr? Einfach Upswash laden. Man kann natürlich auch Forward Throw, Lock, F-Tilt, Regrab und dann Back Air Combo machen. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Das bleibt komplett euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch richtig stylen. Das ist meiner Meinung nach so ja der beste Finisher. Ja, jetzt muss ich es aber hinkriegen. Da war ich nicht schnell genug. Das ist schon schwierig. Muss mal üben. Vor allem fast voller wie Felden. So halt. 55% Kombo, Leute. Okay, er hatte 13, aber das liegt an keinem Felgen, weil manche Chars geht es schon früher. Können natürlich auch sowas machen. Aus dem ersten Hit von Down Air halt so einen Lock bekommen. Dann könnt ihr das mit der Pille locken, dann Upsmash chargen. Wie ihr wollt, ne? Auf jeden Fall, F-Tilt ist eigentlich nur zum Locken. Er killt nicht, er bringt die Gegner nicht in eine eklige Position, das bringt einfach nichts, der F-Tilt zu machen. Er ist engelbar, natürlich ist er das. Aber ja. Sonst nicht wirklich erwähnenswert, dieser Move. Kommen wir nun zum Down-Tilt. Der Down-Tilt ist so ähnlich wie der von Mario. Man kann Down-Tilt Regrab machen. Down-Tilt, Grab, Footstool, Down-Tilt, Regrab und dann eben halt Up-Air oder was weiß ich was machen. Halt die Dr. Mario-Kombo ist, worauf ich später noch zu sprechen komme. Will ich auch nur zeigen, wofür der Down-Tilt ist. Jab, Down-Tilt, Regrab. Es ist eigentlich fast nur für Regrabs da. Von daher, bei höheren Prozenten, gehen wir mal auf 80%. Ja, bei Felgen, ich gehe mal auf 90%. Bei höheren Prozenten kann ja natürlich auch eine Fair kommen ohne Down-Tilt. Auch richtig geil. Ja, aber kein Felgen, erst bei 100. Müsst ihr halt auswendig lernen, die Prozent ist variiert halt von Charakter zu Charakter. Seht ihr? Das ist auch noch ein Sinn des Down-Tilts. Aber das war's. Mehr kann man mit den Down-Tilts jedem nie machen. Ihr könnt es natürlich in der Up-Air kommen und später. Oder in der Up-Tilts. Es geht natürlich. Natürlich geht das. Aber ich würde wirklich... Ja, das geht auch nur bei gewissen Prozenten. Bei den Prozenten würde ich lieber für einen Grab gehen, anstatt für einen Up-Tilt. Das ist einfach cooler. Kriegst du mehr raus. Das sind halt die zwei Back-Airs oder sonst was. Ja, Down-Tilt, Grab und dann lieber die zwei Back-Airs. So die Bread-and-Butter-Kombo. Double-Back-Air. Double-Back-Air. Also später mehr. Dafür der Down-Tilt. Jetzt kommen wir zu der Up-Tilt. Der funktioniert komplett anders als der von Mario. Kann zwar gegen fast voll auch funktionieren, aber gegen Floaties sieht es eigentlich immer dann so aus. Ein Up-Tilt und schon. Na, wenn ihr zum Beispiel jetzt Down-Throw macht. Das geht gegen Captain Falcon jetzt, komischerweise, weil es Captain Falcon ist, aber gegen andere Chars kriegt er nur einen Up-Tilt aus. Und das ist halt unnötig. Das ist ziemlich scheiße auch, weil mit Mario kannst du Braindead, einen Up-Tilt nacheinander chainen. Hier nicht einen Up-Tilt und das Ende. Dann könnt ihr halt einen Up-Air rauskriegen und das war's. Ihr könnt halt gegen Fast oder sowas machen. Das ist mir schon klar. Aber das geht eben halt nur gegen Fastfaller, gegen Floaties. Scheiße. Gegen Floaties ist der Up-Tilt einfach nicht gut. So leid es mir tut. Benutzt den Up-Tilt gegen Floaties nicht. Gegen Fastfaller kein Problem. Kann man mit juggeln. Und der ist so anders als der von Mario. Ihr seht es, ne? Der ist komplett anders, dieser fucking Up-Tilt. Er ist so fucking anders. Weil einfach mehr Knockback hat. Und darum ist Dr. Mario auch viel schlechter als Mario. Dieser Up-Tilt ist nicht so gut. Kann es als Anti-Air nehmen, kann es mit dem Perfect Pivot kombinieren natürlich. Natürlich kann man das machen. Dann ist es auch ein ganz guter Opener. Das kommt dann auch bei Floaties. Wenn man. Bei 0% halt. Wenn man das mit dem Perfect Pivot macht. Weil der macht tatsächlich einen Downthrow. Aber Downthrow Up-Tilt, das ist wieder die No-Go mit Dr. Mario. Kann ich euch nicht empfehlen. Von daher. Benutze Up-Tilt weise, sag ich mal. Das waren die Tilts. Kommen wir nun zu den Aerials. Die Aerials von Dr. Mario sind das A und O mit. Haben wir einmal die Nair, die haben wir schon gesehen. Die ist für Locks gut. Wartet, ich mach das nochmal. Das ist ein Lock.
den ich da machen will. Footstool. Ist nicht so einfach. Ja, man muss es wirklich perfektionieren. Also ich war da schon mal besser drin. Ne? Regrab, Footstool, Nair und dann eben halt den Lock wieder. Genau. So können wir es machen. Und dann eben halt wieder für die Fair gehen und. Dies zum Locken, aber auch zu approachen. Weil, wenn man das nicht fast wollt, auto-cancelt die Nair. Macht schon 5%. Teilweise 6%. Ich glaube 5,5% macht die. Bei Smash Ultimate würden wir das sehen. Da stehen ja auch die halben Prozente dann da. Ist halt gut zum Approachen, ne? Weil die lingert sehr lange. Ist gut, um Spot-Dodges, Air-Dodges und so abzufangen. Richtig geil. Wenn der Gegner nicht taggt, kann man den dann auch damit locken. Ist so gut. Die Nair von Dr. Mario. Ist halt wieder die nette Approach. Man kann einmal Schild andotzen. Wenn er nicht shield, wird er halt davon erwischt. Und wenn nicht, dann retweetet man halt leicht wieder. Und dann jabbt man, um den Gegner von Grabben abzuhalten oder sonst was. Richtig guter Move, die Nair. Kommen wir nun zur Down Air. Die Down Air gefällt mir überhaupt nicht von Dr. Mario. Ein sehr schlechter Move. Wenn ich jetzt mir die Mario Down Air anschaue, die ist so viel besser, ne? Man kann das machen, wenn die fast folgt. Das ist immer festgeschriebenes Knockback. Bei Low Prozent eine untackable Situation, wo man halt Profit von nehmen kann. Kann ich mit Pille locken und dann eben halt meine Kombos machen. Wie ihr seht. Ist extrem geil. Ist der einzige Nutzen meiner Meinung nach davon. Ja, einfach mit Nair oder mit Pille locken. Ich bevorzuge da die Pille. Jetzt mit Nair sehr schwer ist, weil der Gegner schon weit wegfliegt. Ja, das ist schon. Das erfordert ein bisschen Übung. Will ich fast fallen. Moment. Er muss auf 3% sein, glaube ich. So. Genau, da hätten wir den Lock. Ihr könnt auch regrabben oder sonst was damit tun, ne? Ist halt ein ganz normaler Lock. Was ihr nicht machen könnt, ist wie bei Mario. Jab, Jab und dann F-Smash. Das geht mit ihm nicht. Der Jab lockt nicht. Weil er zu viel Knockback hat. Das ist halt ein bisschen anders. Das ist halt Dr. Mario, ne? Was man auch machen kann, ist einfach Full Lob Down Air. Weil es ist halt auch so eine Tag-Situation, wenn er nicht taggt, kann man Tag-Chase machen. Weil wenn er dann zu mir hinrollt, geht er halt in den F-Smash und er killt so früh, dieser F-Smash. Er killt so früh mit Sweet Spot, das glaubt man ja nicht. Aber zu der F-Smash kommen wir später. Das kann man mit der Down-Air machen. Anderen sind natürlich nicht offstage, spiked nicht. Einfach grauenvoll, dieser Move. Grauenvoller Move, Leute. Benutzt den nur so. Full-Lob Down-Air. Bei Low-Prozent, Tag-Chase-Situation. Und ansonsten Fast-Fall. Immer gleiches Knockback, dann könnt ihr halt mit Pille den Gegner locken und ja. Und könnt da eben halt Profit rausnehmen, ne? Ist klar. So viel dazu. Ihr merkt schon, Dr. Mario ist auch ein bisschen schwieriger zu spielen als Mario, finde ich persönlich. Er hat so viele Locks und so viele komische Advanced-Techniques, das ist zu komisch. Extrem schwer, also im Vergleich zu Mario. Ja, haben wir das. Mhm. Das war jetzt die Down Air. Kommen wir nun zu Back Air. Der wichtigste Move von Dr. Mario. Back Air. Kann man eben halt fast fallen. Auto cancelled. Das ist so heftig, dieser Move. Das ist so heftig. So schnell. Guckt euch das an. Was man hier für Movement hat. So brutal. So schwer zu punishen. So safe. Und es retweetet. Einfach nur amazing. Ganz schlecht Spieler nur mit der Back Air besiegen. Das Schöne bei der Back Air ist, und die ist auch viel stärker als die von Mario, ne? Wie ihr seht. Dann ruckzuck. Genauso schnell. So geil. Beim Full Hop könnt ihr halt zwei weg erstmal. Full Hop und dann noch eine weg. Das ist ganz gut im Full Hop zu machen und dann die zwei zu fast wollen und dann ohne Leck zu landen. Seht ihr? Krass das ist. Besiegt ihr nur mit weg gerade. Seht ihr? Die weg ist der beste Move von Dr. Mario. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist der beste Move. Seht ihr das, was man machen kann? Full Orb. Full Orb Back Air und dann nochmal mit Back Air landen. Ah, oh, es ist so gut. Es ist so gut, die Back Air. Oh, die ist amazing. Und ihr habt halt die Combo. Down Throw. Dann rennt man ein bisschen weiter und dann chase man den Gegner weiter mit Back Air. Down Throw. Back Air. Und bei hohen Prozenten könnt ihr auch dann halt hier Down Throw machen. Und dann Back Air. Ist der Gegner offstage, dann chased er ihn, Back Air tot. So gut die Back Air, glaubt's mir. Insane dieser Move. 30% Down Throw, Double Back Air, Regrab.
Back Air. Back Air. Habe ich jetzt nicht hingekriegt, weil ich drin bin. Aber ja. Es geht auch nur gegen Fast Roller mit dem Really Grab, aber ich wollte es euch mal zeigen, ja. Back Air. Richtig insane zum Spacen. Macht übelst viel Shield Damage. Safe ohne Ende. Killt. Kombos. Besser geht's nicht. Also die finde ich wirklich auch besser als die von Mario, die Back Air. Ey, so eine geile Back Air. Eine der besten Back Airs im Spiel, meiner Meinung nach. Ähnlich gut wie die von Donkey Kong. Bisschen schlechter als die von Donkey Kong. Guckt euch das an, ey. Es ist so insane. Naja. Wie gesagt, die hier nicht fast fallen, die näher. Weil wenn ihr fast fallt, habt ihr Lag. So nicht. Die könnte aber fast fallen. Ihr seht, wie schnell man dann ist. Jetzt kommen wir zur. Ne, kommen wir erstmal zur Fair. Die Fair auto-cancelt nur in einen Short-Hop. Seht ihr? Auto-cancelt nur in einen Full-Hop. Im Short-Hop nehme ich nicht. Das wollte ich sagen. Short-Hop? Lag. Und wie viel Lag? Machst du nicht im Short-Hop, Leute. Guck mal. Full-Hop? Ich kann sofort was machen. Bei Fair ist es so. Da müsst ihr die Prozente lernen. Bei Captain Falcon sind es ungefähr 95%. 93 müssen auch gehen. Down Throw. Ja, Full Hop Fair wäre das. Down Throw, Full Hop Fair. Da müsst ihr auch das DI der Gegner readen. Und teilweise dann ein bisschen sich zurückpositionieren. Das gibt einen Sweet Spot und einen Sour Spot. Das war der Sweet Spot. Eben habe ich den Sour Spot getroffen. Der Sour Spot hat nicht so viel Knockback. Der ist ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Also ein bisschen retreaten, je nachdem, wo der Gegner hin der halt. Ihr müsst es schon readen. Und das war's. Ist halt für diese Sache ganz gut. Aber in anderen Sinn hat diese Fair nicht. Wenn ihr einen Air Dodge readet, könnt ihr natürlich auch versuchen, mit Fair den zu kriegen. Diese Fair, im Gegensatz zu Mario, spiket nämlich nicht. Die killt einfach. Das ist ein Kill-Move. Down Throw Fair bei gewissen Prozenten killt immer. Ja, solltet ihr halt auswendig lernen. Gibt's von gewissen Dr. Mario Spielern Listen. Und das könnt ihr ja dann lernen. Das ist ganz nice mit Dr. Mario. Sollte man auch beherrschen. Wie gesagt, einen anderen Sinn hat diese Fair nicht. Air Dodge Read. Und halt, wie gesagt, für diesen Lock, den ich euch mal gezeigt habe, hier bei 13%. Forward Throw. Zack, zack. Und dann, wenn er aufsteht, boom. Da kann man die Fair auch benutzen, um Damage aufzubauen nach solchen Lock-Kombos. Und ansonsten benutzt sie nicht, weil die ist sehr laggy und punishbar und, ich weiß nicht. Nicht empfehlenswert, die zu spammen. Kommen wir nun zu Up-Air. Up-Air auch ein sehr guter Move von Dr. Mario. Muss man aber weise nutzen, weil die komplett anders ist als Super Mario. Die ist wirklich komplett anders. Ihr seht, kommt irgendwie nicht richtig. Ähnlich wie die von Ganondorf kann die den Gegner auch sogar wegschaufeln. Mit der Hinten-Hitbox. Seht ihr das? Seht ihr das? Jetzt bin ich selber tot, aber ja. Mario los. Geht nur um den Schaufeleffekt, den ich euch zeigen wollte. Schaufel. Ja, das war falsch. Also schnell ist es halt Captain Falcon. Warum nicht eigentlich immer Captain Falcon? Ja, Schaufel. Schaufel. Ist nicht so gut wie bei Ganondorf. Schlechtere Range. Schaufel. Und weggeschaufelt. Seht ihr? Mit der hinteren Hitbox kann man den Gegner wegschaufeln. Das ermöglicht auch Kombos in der Back-Air teilweise. Schaufel in der Back-Air kann man machen. Aber sonst bei höheren Prozenten halt. Man kann tatsächlich Up-Tilt, Up-Air machen, aber ich würde nach einer Up-Air dann immer Shinjagu machen. Also Abi. Weil eigentlich die Up-Air-Strings, gerade auch gegen Floaties, nicht unbedingt true sind. In Captain Falcon ist es schwieriger, den Shinjagu zu treffen, muss ich gerade feststellen. Aber ja, meistens könnt ihr nach Up-Air eben halt die Abi reversen. Das ist so gut, dann glaubt mir. Weiß halt nicht, wo der Gegner hin die halt. Ihr müsst halt gucken, wo der Gegner hin die halt. Ihr könnt da entweder eine Back-Air machen. Ja. Oder, ja, wenn der Gegner ganz schnell wieder landet, dann könnt ihr näher machen und dann wieder Regrab versuchen. Je nachdem, was der Gegner macht. Und sonst halt Up-Air und dann Abi. Das ist eigentlich am besten so. Seht ihr? Das ist extrem gut. Und da komme ich dann nicht mehr hoch. Aber danke, Captain Falcon, dass du mich hoch. Hochträgst. Diese Abi ist so geil. Das killt halt ruckzuck. Up-Air, Abi. Zum Juggeln würde ich das nicht unbedingt verwenden. Nur bei 40er% Bereich.
Oder beim 30er sogar. Da kann man das mal machen. So ist es nicht richtig reversed. Ja, je nachdem, wo der Gegner in die eilt. Also, ich finde das teilweise schlechter als die Back Air. Da wäre es kein Fast-Faller gewesen, hätte es auf jeden Fall funktioniert. Aber da, man kann es auch ein bisschen. Man kann dann selber ein bisschen Fast-Fallen, trifft ihn damit mit Shinjagu. Ja, Up-Air würde ich nicht so gerne machen mit Dr. Mario. Das ist nicht so toll. Weil es auch weniger Damage macht als die Back Air. Und die Back Air ist viel mehr viable. Wie wir eben festgestellt haben. Ne, weiterhin Back Air. Also, es macht viel mehr Schaden. Viel mehr Pressure. Einfach so viel besser. Deswegen, also lieber Back Air als Up Air. Ist anders als Mario. Ich sag ja, der Char ist komplett anders als Mario. Bei Mario gehst du eigentlich nur für die Up Airs. Bei ihm gehst du nur für die Back Airs. Das ist komplett ein anderer Char ist. Ich hoffe, diesen Irrtum konnte ich damit auch aufdenken. Übrigens, in Smash Ultimate bekommt der so einen Gendorf Down Air. Da freue ich mich richtig drauf. Darf ich mal, wenn ich mir auch wieder anschauen. Aber ja, Leute, bitte, Leute. Dieser Char hat nichts mit Mario zu tun. Ich denke, das haben wir jetzt alle verstanden. Kommen wir nun zu den Smash-Angriffen. Up-Smash. Bro. Kombo in sich selbst. Zwei Up-Smashes kommen wirklich in sich selbst. Also, das ist gegen so viele Charaktere true. Down-Throw Up-Smash ist auch Bread-and-Butter-Kombo mit Dr. Mario. Down-Throw Up-Smash, umdrehen, Regrab. Und dann eben, kann man eben halt die Back-Airs machen. Umdrehen, Regrab, Back Air, Regrab, zack, Back Air, Back Air. Na, sowas kann man machen. Nein, es ist nur Follow-Ups, das war nicht true. Außer die ersten paar Kombos. Gegen Floaties ist das nicht true, aber verdammt gut, Mann. Wenn die springen, ist es nicht true, sonst schon. Down Throw Up Smash, Leute. Ist wirklich Bread and Butter Combo mit Dr. Mario. Ansonsten ist der Up Smash mega gut an Ledge. Killt fucking früh. Würde ich aber immer so benutzen, dass der Kopf nach hinten geht. Weil das Ding ist, der funktioniert anders als der Mario Up Smash. Hier würde ich den sogar benutzen. Weil der Kopf ist wie so ein Katapult. Der Kopf ist wie so ein Katapult, Leute. Er schleudert die Gegner von hinten nach vorne. Sprich, der wird jetzt nach hinten teleportiert. Hä, warum jetzt nach hinten? Moment. Er ist ein bisschen weird. Also bei Mario gehen die straight up nach vorne, ne? Ja, hier eben halt nicht. Seht ihr? Von hinten nach vorne. Je nachdem, wo er steht, ne? Ein bisschen weiter entfernt er steht. Das ist mega weird. Also entweder fliegt er nach vorne oder nach hinten. Aber auf jeden Fall ist es mega krass, wenn man das hier auflegt. Entweder so oder so, je nachdem, was man hier mal tweeten möchte. Weil es covert alles. Wenn man das hier richtig steht, ich würde sagen, wo hier die zwei Punkte sind bei dieser Stage. Es covert alles. Ihr werdet nur vom Get-Up-Attack vernichtet. Ansonsten seid ihr gegen alles gewappnet. Jump Get Up, Roll Get Up, Normal Get Up, es wird alles gefickt von der Up Smash. Ist extrem gut, Mann, an Ledge. Und generell, es ist fucking Frame 7, es ist so schnell da, es ist so gut zum Spammen. Gute Kill-Option. Ich finde ihn aber ein bisschen schlechter als den von Mario, weil Mario geht immer schön straight nach oben. Hier ist so ein bisschen abhängig, wie der Gegner positioniert ist, wie man steht. Ich verstehe, ne? Muss mal gucken. Der Winkel ist extrem awkward teilweise. Deswegen killt er teilweise echt langsamer als Marios Up-Smash. Ich finde ihn echt schlechter von Dr. Mario. Aber naja. So viel zu den Up-Smash. Wie gesagt, ein Ledge benutzen, zum Killen benutzen, wenn man Killprobleme hat, kann man mal einfach so raushauen. Frame 7, 0 Ending-Lag, 0 Startup-Lag. Kann man mal einfach wagen. Ihr seht, das kann man wirklich spammen. Ja. Und sonst für Bread and Butter Combos. Wirklich fantastischer Up-Smash. Besser geht's kaum. Kommen wir nun zu F-Smash. Das Interessante bei F-Smash ist, der ist natürlich engelbar, genau wie der von Mario unten geengelt. Er gibt manchmal Tech-Situationen, aber würde ich nicht unbedingt machen. Was ich erst recht nicht machen würde, ist normal engelt F-Smash. Extrem beschissen. Denn, wenn wir jetzt hier mal auf 75% gehen, pass mal auf. Oh, komm, Kämpfer, oh, du Idiot. Forget me, ja, ich vergesse dich wirklich. Wenn den jetzt hier hinstellen. Immer F-Smash. Okay, es killt schon, Moment. Der ist verdammt stark, F-Smash. Ach doch.
Es killt nicht. Es killt nicht. Jetzt engeln wir den mal nach oben. Und ihr werdet sehen, es hat mehr Knockback. Warum auch immer. Also engelt ihn immer nach oben. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, den nach unten geengelt zu haben. Moment. So war der ungefähr. Jetzt engeln wir den nach oben und er stirbt. Ja gut, es war voll aufgeladen, voll Idiot. Das ist klar, sondern stirbt. Tot. Reicht das? Das reicht, ne? Fucking amazing. Engelt den da oben. Das ist ein Fun Fact. Das wissen wahrscheinlich nicht viele von euch. Aber ja. Dr. Mario Insider von einem Dogmeister. Ihr merkt es, ne? Immer nach oben engeln einfach. Für mehr Knockback. Müsste so aber auch 20 Schaden. Nee. Tatsächlich nicht. Es war auch weniger Schaden, Leute. Nach oben macht es mehr Schaden und mehr Knockback. Krass. Aber bei. Moment. Das will ich jetzt wissen. 15. Jetzt nach oben geengelt. Ne, es war nicht nach oben geengelt. 16. Ja, 16 und 15. Genau. 1% mehr. 1% mehr und mehr Knockback, Leute. 20 macht es nicht. Wie kam ich auf 20? Na egal. Auf jeden Fall hat es natürlich einen Sweet Spot, da wo der Elektro-Scheiß ist. Das ist am stärksten, wie bei Mario halt auch mit dem Feuer. Gut, soviel zu der Smash. Will ich nur für Hardreads benutzen. Für Tech-Chases. Wenn der Gegner nicht taggt. Mal halt hier stehen, wenn er dann da reinrollt. Rip in Pepperinos. Verdammt stark, Mann, dieser F-Smash. Extrem heftig. Chine! Voll aufgeladen. Tot. Bei 50. Und ich habe nicht mal nach oben geengelt, ne? Ihr merkt es. Ist insane. Aber wie gesagt, er ist schon laggy. Er hat mehr Lag, glaube ich, als der von Mario. Na, wobei, ne, doch nicht. Doch nicht. Ja, aber zum Spammen ist er nicht gut genug. Nur für Hardreads benutzen. Down Smash hingegen, Frame 5, richtig lächerlich. Killt aber nicht so gut. Man schickt den Gegner einen ekligen Winkel weg. Kann man dann halt gut Edge garden. Hinten mehr Knockback natürlich. Kann man dann super Edge garden. Aber ja. Down Smash nur, wenn ihr eine schnelle Option braucht. Schnellen Smash. Dann machen. Sonst für Roll Punishes. Oder auch hier ein Ledge. Wobei ein Ledge will ich eigentlich immer ab Smash machen, weil der immer besser ist. Wobei ja zwei Frames mehr Startup hat. Genau, ein bisschen mehr leckert. Das ist halt die Lackless-Variante. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich würde lieber Upsmash machen. Gut, kommen wir nun zu den Specials. Genau, die Specials. Wir haben erstmal die Pille. 5% Schaden, physisches Projektil. Unterschied zu dem normalen Mario. Des Weiteren springt die Pille. Der Feuerball bleibt dann am Boden. Ich finde das sehr nice, dass es springt, weil es covert dann die Luft und den Boden gleichzeitig. Das ist extrem geil. Ich finde die Pille besser als der Feuerball tatsächlich. Na, situationsabhängig eigentlich. Aber ist schon ganz geil, da kann man mitarbeiten. Ist zum Locken gut. Haben wir ja schon gesehen hier, ne? Ne, ein Lock. Jetzt hier, zack. Ist halt für den Lock. Und ansonsten halt zum Campen, um sich zu distanzieren. Um den Gegner offstage zu snipen mit der Pille. Kann man natürlich auch mal. Gehen wir offstage. Kann man die Jumps mitklauen. Extrem geil. Hab ich schon oft gemacht bei Spielern. Muss man halt gucken, ne? Fliegen halt relativ cool. Und die können halt eben nicht von Nest und so absorbiert werden. Das ist auch noch geil. Das will halt nicht funktionieren. Im richtigen Spiel treffe ich immer die Pillen. Aber ihr könnt halt offstage gegen die Pillen in die Fresse werfen. Einen Jumps damit klauen. Recovery manipulieren und. Und sonst zum Prozent aufbauen und zum Locken. Kommen wir nun zur Side B, das ist halt das Cape. 7% macht das. Auch, glaube ich, mehr Prozent als das Mario Cape, wenn mich nicht alles täuscht. Reflektiert halt Projektile. Schickt sich zum Anwender zurück. Und was schön ist, man autosnappt die Ledge. Kann damit ganz gut Ledge jumpen, wenn man Run-Off Cape macht. Ihr seht. Sehr nett. Kannst du auch als Recovery-Option nutzen.
Und man kriegt da ein bisschen Momentum dadurch, wie ihr seht. Wie ihr seht. Ein bisschen Momente kriegt man dadurch. Das machen auch die besten Dog-Spiele immer. Einmal umdrehen mit Cave. Das bringt schon was. Ist ganz nett. Ansonsten halt, um die Projektile zurückzulenken. Jo, so viel dazu zu den Cave. Wenn ihr getroffen werdet, würde ich auch immer Cape machen, dass Mario eben halt in die richtige Richtung schaut. Jetzt habe ich keinen Jump mehr. Von da hinten wäre ich sowieso nicht zurückgekommen. Mal den machen und dann recovern, aber dazu komme ich gleich. Ja. Downbeam. Richtig geiler Move. Ich mag ihn. Ob es jetzt besser ist als die Wasserkanone, weiß ich nicht. Aber es ist genauso gut, würde ich sagen. Ist halt gut zum Gimpen. Und es ist halt Recovery. Man kann es schnell mashen, dann gewinnt er an Höhe. Seht ihr, wenn ich richtig abgehe mit mashen? Nicht mehr Höhe. Langsam esche. Nicht so. Muss man schon ein bisschen schneller sein. Dann gewinnt er auch ein bisschen in Höhe. Man kann es als Mix-Up nutzen. Wenn man hier so im Neutral ist. Dann auf einmal so ankommen mit Downbeam. Funktioniert ganz gut. Einmal pro Game circa. Was ich immer gern mache ist, ich mache den hier. Da rechnen echt die wenigsten mit. Wenn hier einer steht, will Ledge Guard. Stell jetzt vor, Captain Falcon wartet irgendwie jabbt oder so, dann mach ich den hier. Extrem gut. Der Gegner ist offstage. Ich kann Ledge Guard. Perfekt, Mann. Dafür ist die Downbeam. Als Mix-Up. Und eben halt zum Recovern. Ständig im Neutral würde ich es nicht verwenden. Und was ich schon gar nicht machen würde, wäre sowas. Das ist einfach zu unsafe, weil danach hast du halt schon Lag, wie du siehst. Das sind erst Multi-Hits und dann kommt noch der. Der Faustschlag. Der die Gegner auch weit offstage drängt. Ist ganz nice. Wirklich. Könnt es beeinflussen, wo der Gegner hinkommt. Indem ihr euch mit den Cyclone dementsprechend positioniert. Ja. Wie gesagt, einfach hier mashen. Das Interessante ist auch, man kann immer offstage ist, erst mashen und dann seinen Jumps machen. Oder halt erst jumpen und dann mashen. Ja, macht doch. Warum macht er jetzt Escape? Entweder erst mashen und dann eben halt hier hochkommen. Ja, ihr seht die Recoveries bauen, Freunde. Dann gewinnt er echt nicht so viel an Höhe. Man kann es mit einem Jump kombinieren. Dann richtig an Höhe zu gewinnen. Wie ihr seht. Das ist schon ganz gut. Aber gut, kommen wir zu Abi Shinjagu. Habe ich schon viel zu gesagt, ne? Ist extrem geil. Out of Shield. Richtig krasse Kill-Option. Egal wo ihr steht. Wenn Dr. Mario irgendwie unsafe, also wenn der Gegner was unsafe ist auf Dr. Mario Schild gemacht hat, immer Shinjagu. Tot. Selbst wenn ihr euch cross upt, ich stehe jetzt mit zum Rücken zu ihm. Hab mich hier cross upt. Shinjagu. Boah, ich kann so machen. Das ist scheißegal. Shinjagu. Das funktioniert einfach immer. Egal wie ich stehe, es funktioniert. Seht ihr das? Das ist so fantastisch. So eine gute Out-of-Shield-Option, ansonsten halt Recovery. Gewinnt nicht wirklich an Höhe, wie ihr seht. Ja, und Dr. Mario hat auch einen Wall-Jump. Auch noch nicht erwähnt. Ja. Den Wall-Jump sollte man auch bei gewissen Stages nutzen, weil die Recovery echt grauenvoll ist, wie gesagt. Nach Up-Air Shinjaguman, wie gesagt, ist eine Combo. Generell den als Finisher aufnehmen, wenn es sich ergibt halt, also es muss sich schon ergeben. Nicht wenn der Gegner jetzt ganz woanders ist, da einfach Shinjagu mal als Bullshit. Wenn der Gegner in Nähe ist, dann einfach machen. Jo. So viel zu Abi. Die kann sogar den Gegner an Ledgewanger treffen, wenn er so hängt. Wenn er es richtig macht. Ja, so zum Beispiel. Wenn er hängt, wenn er zu lange hängt, bei hohem Prozent, kann er ja auch getroffen werden davon. Aber kann er natürlich auch von Down Smash von daher. Naja. So viel zu Abi. Dann kommen wir nun zu den Throws. Throws von Dr. Mario. Wie gesagt, Down Throw ist einzig wahre Throw. Down Throw in Up Smash. Dann haben wir Down Throw in Up Air. In Up Air, in Up Tilt gegen Fast Roller. Sowas kann man. Down Throw Up Smash, Regrab. Back Air. Back Air, das habe ich euch ja schon gezeigt. Down Throw Back Air ist halt immer gut.
könnt ihr halt sowas machen. Und für Abwehr und dann gucken, wo der Gegner hinkommt. Abwehr kann man machen und dann chasen mit dem Back-Air. Ich glaube, man hat so viele Möglichkeiten eigentlich. Alles startet halt mit dem Down-Throw. Dieser Throw, der Up-Throw hat keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was man mit dem Up-Throw machen soll. Ich weiß wirklich nicht. Was soll ich damit machen? Gar nichts eigentlich. Ich weiß nicht, wofür der ist, to be honest. Das sieht so gut aus, ne? Ist aber nicht true. Weil ihr seht, ich Up-Throw mal. Mario hat ein bisschen Lag. Das ist einfach schlecht. Und schon gar nicht das hier mal. Deswegen, Up-Throw, keine Ahnung. Sinnlos. Hat keinen Sinn, dieser Move. Fort Throw, wie gesagt, für die Logs und um den Gegner offstage zu bringen. Aber auch eben mal für diese Logs. Ich zeig's euch gleich nochmal. Log und Offstage springen. Backthrow, Killthrow und auch Offstage springen. Killed bei 130% an Ledge. Na, Captain Falcon. 140% würde ich sagen, Captain Falcon. Oder 135 machen wir mal. Vom Mittelding. Upthrow, totaler Bullshit, Mann. Vielleicht sogar 125, ich muss selber noch mal gucken. Ist auch immer sehr situativ, weil Rage hier eigentlich auch noch dazu kommt. Das war jetzt nicht komplett an Ledge. Ja, aber es geht ungefähr bei 130, ja. Ich glaube sogar stärker als einfach Mario, kann das sein? Hm. Whatever. Das waren die Throws, das ging schnell, ich weiß. Kommen wir nun zu den Kombos. Das ist aber ein schnelles Tutorial. Uff. Mit Advanced Stuff und allem. Ja. Die Kombos von Dr. Mario. Wie gesagt, das meiste habe ich euch schon gezeigt. Das ist viel mit Locks. Machen wir nochmal zum Mitschreiben hier. Down Throw Up Smash bei 0%. Man kann dann gegen Fast Fall ein Regrab probieren. Dann Back Air Chase machen. Bei höheren Prozenten würde ich Down Throw Double Back Air machen. Dann Regrab probieren, je nachdem, wo der Gegner hingeht. Man kann Down Throw Up Air machen und dann gucken, wo der Gegner hinkommt. Up Air und dann, wenn er landet, kann man näher landen. Näher würde ich auch mal als Landing nehmen. Weil es lingert so lange. Die Gegner versuchen zu grabben, werden sie halt dafür gepunished. Ist extrem geil. Ja, sonst hätten wir hier bei 80 Down Tilt in der Fair, was unfassbar früh killt. Hab ich euch ja auch schon gezeigt. Down Tilt in Grab. Jab in Shinjagu als Mix-Up. Dann haben wir ja, Jab in Grab als Mix-Up. Das sind Mix-Ups, wenn ich schon kommen muss. Up-Air in Shinjagu natürlich. Geht halt nicht immer, je nach die Eye des Gegners. Je nach Charakter natürlich. Up-Tilt, Up-Air ist natürlich auch eine Kombo, die man machen kann. Und dann kann man versuchen, eine Back-Air zu bekommen. Up-Tilt. Das hat nicht genug Prozent, ne? Lala. Das ist halt ein blöder Kombo-Move, to be honest. Ich mag die Up-Air nicht so. Hätte der Marius Up-Air, wäre der auf jeden Fall nicht Load hier. Ohne Scheiß, Mann. Ja, und wie gesagt, mit der Down B könnt ihr auch super gut Ledge garen. Was sind so eigentlich die Kombos schon? Wie gesagt, immer schön viel Shield Pressure, Mann. Mit Back Air. Autocancel ist so toll. Jetzt kommen wir gleich nochmal zum Footstool-Scheiß. Aber erstmal wollte ich doch das nochmal zeigen mit der Down B. Steht die Gegner offstage. Dann kann man. Ja, warum das jetzt? Wo war die Hitbox? Wo war die Hitbox? Das ist doch Arsche. Down B gedrückt. Hä? Das war echt komisch. So. Jetzt kann ich den Gegner so zerstören offstage. So. Jetzt hat es nochmal funktioniert. Und gerade so die Ledge gegriffen. Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Und auch gut mashen können. Ja, gut. Weiter zu den Kombos. Ja, Up-Tilt, also Up-Tilt geht natürlich. Dann müsst ihr halt den kriegen. Also das würde ich mit Perfect Pivot machen. Weil wie gesagt, Down for Up-Tilt geht, aber dann keine richtigen Follow-Ups. Höchstens eine Up-Air und das war's dann. Kann man Shinjagu danach machen.
Da hätte ich auch für gepunished. Ich weiß nicht. Kommen wir, ja, zu diesen Loks nochmal. Gehen wir nochmal auf den Forward Throw. Ich zeig's euch nochmal, weil es auch eine Kombo ist. Forward Throw. Näher Lock. Dann kann man regrabben. Forward Throw, Näher Lock. Und dann eben halt, ja, Running Up Smash. Running Up Smash, ich zeig's hier nochmal, habe ich im Mario Tutorial schon gezeigt. Weil die Hitbox startet eben halt hinter Mario, deswegen ist es sinnvoll, das zu reversen. Innen, Jump und umdrehen. So geht's. Running Up Smash. Ja, und man kann halt mit der Pille locken und dann. Komm, steh doch mal wieder auf. Pille locken, dann Up Smash chargen. Oder man macht es eben halt mit der optimalen Punish, meiner Meinung nach. Das wäre eben halt der Fair Punish. Der hier. Man kann auch einen F-Tilt da reindrücken. F-Tilt und dann eben halt BAM! 55%, so geil. Müsst ihr halt wissen, ne, wie... Also manche Charaktere, die kannst du schon bei 0 hier mitkriegen. Aber gegen Captain Falcon halt nicht, deswegen. Ich habe es jetzt auf Captain Falcon bezogen. Es geht auch schon bei 0. Kommt auf den Charakter, ne? Lernt die Prozente, lernt die Charaktere, testet ein bisschen rum mit Dr. Mario. Dann kriegt das auch hin mit diesem Block. Dann haben wir natürlich den Footstool. Bin ich schnell genug oder was? Das geht eigentlich auch mit den F-Tilt-Lock. Ansonsten, wenn ihr den Lock nicht bekommt, könnt ihr Down-Tilt machen. Das geht, glaube ich, auch nicht gegen alle Charaktere mit der Näher-Lock. Oh mein Gott, der Footstool ist so schwer zu kriegen. Im Fast-Roll. Jetzt will ich das mal an. Regrab. Regrab. Mal Footstool und dann eben mal gucken. Dann geht's schon nicht mehr. Regrab, Footstool. Dann würde ich eben halt was lieber machen. Dann könnte man Pillenlock wieder machen. Und. Ich zeig's gerne nochmal. Also, wir haben jetzt hier 0%. Down Throw, Footstool. Näher, Regrab, Footstool. Zack, Up Smash, Pillenlock, wenn er nicht taggt. Habe ich jetzt nicht gekriegt und dann kann man halt nochmal Up Smash machen. Broken, sag ich nur. Broken. Kriegen wir es nochmal hin. Das will ich jetzt schon hinkriegen. Fuck it. Fuck it. Das ist echt extrem schwer, aber ich will es euch zeigen. Halt. Braucht sehr viel Übung. Ich bin auch nur Teilzeit Dr. Mario Spieler, wenn man es sagen möchte. Ist ja nicht mal Main. Das kann man machen. Also dann Back Air wäre besser gewesen als näher, aber. Ja, oder man macht es halt, wie ich es eben gesagt habe, mit der Up Smash. Das ist so schwer zu kriegen, Leute. So, jetzt nochmal. Down Throw, Footstool. Regrab. Footstool. Up Smash, Pillenlock, warten bis es aufsteht, zack, 74 fucking Prozent. Where are you at, bro? Das nennen wir mal Kombo, oder? Das ist so das Heftigste, was er hat, der doch. Ansonsten mal ganz hohe Prozent, wie gesagt, 100% Down for Fair. Ein bisschen CI mitverfolgen vom Gegner und dann funktioniert es auch. Und dann werde ich den Sweet Spot treffen. Bam. Ja, Mann. Ist halt bei Faust, der Sweet Spot, und nicht beim Körper. Ja, waren das alle Dr. Mario kommen muss? Ich überlege. Ja, gut, wir haben noch das mit der Down Air gehabt. Pinlock halt. Muss man fast fallen. Nicht so leicht zu treffen, braucht ein bisschen Übung. Ich krieg das eigentlich meistens immer hin. Weil die Pille danach zu treffen, das finde ich viel schwieriger. Das ist halt auch möglich. Aber ja, waren das jetzt wirklich alle Kombos? Ja, das Traurige ist halt, wie gesagt, Up Smash in Up Smash fehlt. Ja. Dr. Mario. Und auf Shield hatten wir mit Shinjagu. Das mit dem P
Cape hatten wir, dass man da die Ledge-Autos spotten kann. Das kann man auch mal als Movement-Option, habt ihr das gesehen? Dann Back-Air. Kann man ein bisschen tiefer gehen damit mit dem Cape. Und dann dadurch die Jumps halt nicht verliert. Seht ihr? Das ist auch noch möglich, aber sonst war es das eigentlich. So, mein New Chill mit Dr. Mario, kommen wir noch darauf zu sprechen. Sieht halt so aus, ich gucke, was macht der Gegner. Distanziere mich erstmal, werfe mal ein paar Pillen. Dann komme ich mal näher rein und dann versuche ich einen Grab zu machen, wenn das Shield. Dann mache ich natürlich meinen Bread and Butter Stuff. Alle Low Prozent. Down für Up Smash und bei höherem Prozent nehmen halt Double Back Airs. Den in Offstage zu drängen, und wenn er Offstage ist, weit Offstage ist, dann mein Daumen hier geben. Was halt auch nicht mal funktioniert, wenn er zu dumm ist zum Kacken, der Spieler, und so schlecht ist wie ich. Das kann ein, hat er mich noch gedingst, aber ja. Es kann einen auch so semi-spiken, nicht so gut wie der von Luigi, aber ja, ihr seht's ja. Das Problem ist, man stirbt sehr leicht. Da hätte ich noch Walljumpen können, ist mir schon klar, aber passt da bitte mit auf. Ich wollte jetzt noch mal extra demonstrieren, ich habe mich extra umbringen lassen. Damit ihr seht, dass man damit aufpassen muss mit dem Cyclone. Seht ihr? Da ist auch kein Walljump da mehr möglich. Also passt da bitte mit auf. Optimaler Cyclone wäre dieser hier. Sehr nah an Ledge. Das ist halt so der ideale Cyclone. Und am Ende müsst ihr halt wirklich noch mashen. Ansonsten gewinnt ihr nicht mehr an Höhe und dann kommt es sowieso nicht hoch. Also immer schön mashen. Ne? Dann klappt das auch. Natürlich auch hier oben Cyclone versuchen. Wenn irgendwie eine High Recovery erwartet. Das kann man aber auch mit Dings machen, dann mit Back Airs. Das reicht dann sogar noch besser. Ja. Das ist so alles, was ich mache. Wenn der Gegner offstage ist, kann ich natürlich auch eine Pille hinterher werfen. Was man auch machen kann, ist halt B-Reverse. Ist auch sehr gut. Kann man auch als Approach nutzen. Mit der Pille dann eben halt, genau wie bei Mario mit dem Feuerball, halt mit der Pille dann den Grab ermöglichen lassen. Extrem geil. Ach ja, den Pummel hatten wir noch nicht. Pummel von Dr. Mario relativ langsam. Schlechter Pummel. Würde ich nicht so oft machen. Bei hohem Prozent zweimal, bei Low Prozent gar nicht und bei Mid Prozent einmal. Joa. Bei hohem Prozenten halt bei Lash Backflow versuchen. Sonst immer schön, Downtilt, Fair Prozent im Kopfball, Downflow, Fair Prozent im Kopfball, dann läuft das auch mit eurem Dr. Mario. Von daher hoffe ich, hat euch das Tutorial gefallen. Hab auf die Schwächen hingewiesen, wie leicht man jemals sterben kann mit dieser grauenvollen Recovery. Dass man bei einem Cyclone achten muss, wie wichtig die API ist mit Dr. Mario. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Jo. Dann kommen wir noch ein bisschen auf die Matchups zu sprechen. Matchups mit Dr. Mario. Aber einmal Mario ist natürlich der beste Mario. Gewinnt gegen Dr. Mario, brauchen wir gar nicht drüber reden. Luigi gewinnt gegen Dr. Mario. Yoshi gewinnt gegen Dr. Mario. Peach. Ja, gewinnt auch gegen Dr. Mario. Rosalina gewinnt gegen Dr. Mario. Bowser verliert gegen Dr. Mario. 55. Bowser Jr. verliert gegen Dr. Mario. 55. Kirby verliert gegen Dr. Mario, würde ich sagen. 55 auch. Meta Knight zerstört Doc. Offstage halt und generell 60-40. Dr. Mario zerstört DDD. 60-40. Little Mac. Schwer. Schwer zu beurteilen, das Matchup. Ich würde sagen, es ist relativ even. Dong gewinnt auf jeden Fall gegen Dr. Mario. 60-40 für Dong Kong, muss ich sagen. Die Back Air, allein schon, ey. Generell, eine Back Air getroffen, dann kommt der schon nicht mehr hoch, der Dong. Ach, das kann ich vergessen. Diddy Kong, ja, gewinnt natürlich gegen Dr. Mario. 60-40. Samus ist eben, würde ich sagen. Kann ich den Charge-Spiegel reflektieren. Kombos gehen ganz gut gegen Samus, ja. Zero Suit Samus zerstört Dr. Mario 60-40. Marv zerstört Dr. Mario 65-35, meiner Meinung nach. Tipper und generell Offstage und alles. Ach. Ike gewinnt gegen Dr. Mario
55 oder sogar 60. Lucina auch 60, 40. Ihr merkt schon, der ist nicht ohne Grund Load hier. Darien, ja, das Problem ist, Mario kommt schnell zu Darien hin, Dr. Mario nicht. Aber du hast halt Escape und generell, ich würde sagen, es ist trotzdem leicht für Darien. 55. Das ist traurig, aber wahr. Fox gewinnt gegen Dr. Mario. 60-40, würde ich auch sagen. Falco gewinnt gegen Dr. Mario. 55. Offstage. Er hat so gute Gimp-Möglichkeiten und kann einen guten Combo und. Ach. Leute. Pit. Ich weiß nicht, Pit. Ich finde Pit eigentlich even. Fontana ist auch mein Wort. Even. Black Pit, even. Game & Watch. Kann mir nicht helfen, leicht für Game & Watch. Obwohl er die Pille nicht in Bucket stecken kann. Leicht für Game & Watch, offstage. Generell in der Luft kann er immer weg reinklatschen, ist disjoint, gewinnt gegen alle Moves von Dr. Mario. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall für Game & Watch, 55. Link. Ja, leicht für Link, würde ich sagen, 55. Zelda. Even. Traurig, aber wahr. Even. Ich würde schon even sagen. Sheep. Was soll ich da sagen? 65 für Sheep. Gendorf. Okay, da gewinnt Doc. Da gewinnt der Dr. Mario, würde ich sagen. 52%, aber nur, würde ich sagen. Weil die Nerv von Gendorf ist schon gut gegen Doc. Kann man nicht anders sagen. Toon Link. Was willst du machen, Mann? Was willst du machen? 55 auch für Toon Link. Meine Meinung nach. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu Link. In diesem Matchup zumindest nicht bei Dr. Mario. Rob. Würde ich auch even sagen. Wario ist. Auch even, würde ich sagen, ja. Pikachu. Ja, offstage ist das Problem. Onstage kannst du schon was machen, ne? Mit Doc. Gegen Pikachu. Nio hat ja auch mal Isen besiegt. Mit Dr. Mario. Sein Pikachu. Es ist sogar leicht für Doc. Ich glaube nicht, das täuscht. Ist es even. Pummeluff. Verliert gegen Dr. Mario. 55 für Dr. Mario. Lurak verliert gegen Dr. Mario. 60-40. Lucario. Gewinnt gegen Dr. Mario. 55-60. Aber, naja, 55 würde ich sagen. Greninja zerstört Dr. Mario. Offstage. Mit der Wasserspülung, da mit der Hydropumpe, generell die Kombos und die Schnelligkeit, ne, geht gar nicht. 60-40 für Greninja. Duckan-Duo, even. Ness. Even. Kannst du es mit dem Cape halt PK Thunder und so weg, Mann. Also sonst ist Mutual, ey. Die Disjoints von Ness. Schlechte Movement von Doc. Even. Captain Falcon, Dr. Mario ist lustigerweise auch even. Ulima. Würde ich auch even sagen, tatsächlich, weil du kannst mit Cave aus Pigments und so zurückschleudern, ist schon möglich, dazu gewinnen. Das ist even. Villager. Nee, das ist nicht even. 55 Villager. Wie viel Trainer? Even. Schulk. ...60-40 sogar für Schuld, würde ich sagen. Pac-Man.
Pac-Man. 55 für Pac-Man. Mega Man. Mega Man? Das Lustige ist, ich hab mal gegen den besten Mega Man in Deutschland gewonnen mit Dr. Mario. Das war zwar nur Fun-Match, quasi Exhibition, schon alles geben, aber es ging halt nicht um nichts, um kein Geld, kein Turniermatch und sonstiges. Aber ich habe immer gewonnen mit Dr. Mario, das fühlt sich gar nicht so scheiße an. Ja, das Match aber auch nicht so perfekt gespielt, also ich würde sagen, das ist even. Sonic Dr. Mario ist grauenvoll für Dr. Mario, brauchen wir gar nicht drüber reden. 65 für Sonic oder so, würde ich sogar sagen. Aber nur lächerliches Match, ne? Mewtwo. Mewtwo Dr. Mario. Ja. ...57 für Mewtwo, würde ich sagen. Lucas. Steven. Roy. Our boy. ...52 für Roy, würde ich sagen. Leichter Vorurteil. Rio. Ist gut gegen Dr. Mario. 55. Wenn nicht sogar 60. Naja, 55. Klaus, ist gut gegen Dr. Mario. Wahnsinnig krass gegen Dr. Mario. Willst du ja machen, ne? Das ist 65 für Klaus. Corrin ist auch gut gegen Dr. Mario. 60-40, wenn nicht sogar 65. Bayonetta, krass gegen Dr. Mario. 65. Uff, ihr merkt schon, dieser Scheiß nicht gerade gut. Miganer, even. Mii Swordfighter. Jetzt kommt das drauf hier. Leichter Vorteil für Mii Swordfighter. Brawler auch, Vorteil für Brawler. Oh mein Gott. Sogar 60er, würde ich sagen. 60-40. Ja, Dr. Mario ist leider schlechter Vorteil. Stages würde ich euch empfehlen. Battlefield. Auf jeden Fall Battlefield. Ja. Smashville, auch wegen den kleinen Blast Zones. Till Shinjagoon so richtig früh. VIP. Town City geht auch klar. Leider würde ich überhaupt nicht nehmen mit Dr. Mario. Das ist richtig awkward. Dreamland geht auch klar. Omega würde ich auch nicht unbedingt nehmen. Also. Versuchen auf Battlefield oder Dreamland zu spielen. Oder auf Smashville. Die besten Stages für Doc. Gut, ich hoffe, euch hat mein Dr. Mario Tutorial gefallen. Daumen hoch, falls ja, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren, sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr dann auch den Doktortitel errungen habt. Bis dann und ciao. We'll be right back.